Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Spezial und nicht nur einteilig, sondern mehrteilig. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das erste Mal einen Gast bei uns haben, und zwar den guten Balui. Hallo Balui. Hallo, ich bin Balui. Und mit dabei ist mal wieder der gute Johnny, und jetzt sitze ich hier mit 200.000 Mann starken Leuten. Und Frau starken. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist wichtig. Dass man auch unterscheidet. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Balui kurz vorzustellen. Erstens, wer er ist, und danach auch, warum er hier ist. Und zwar ist Balui, den kenne ich jetzt seit 2013. Und wir hatten eine sehr intensive Phase, über die wir eben gleich noch reden werden. Und ansonsten begegnen wir uns immer mal wieder ganz gerne lose irgendwo. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Balui ist YouTuber. Nicht hauptberuflich, aber schon seit einigen Jahren. Ich habe nachrecherchiert, und sein Beitritt zu YouTube war 19.06.2006 mit seinem damals noch alten Kanal. Das heißt, seit 11 Jahren ist er theoretisch auf YouTube aktiv. Wirklich Videos hat er erst vor circa 3,5 Jahren angefangen und dann auch vor 3 Jahren seinen Kanal gewechselt. Dich findet man momentan, wenn man Balui anfängt. Genau, über youtube.com/Balui oder Balui LP, ist egal. Das ist eine Weiterleitung mittlerweile. Ja, und da bist du aktiv seit 2013 und hast jetzt auch die 100.000 Abonnenten geknackt vor einiger Zeit. Da auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und sag ich mal so, du bist halt ein klassischer Let's Player und, sag ich mal, mit einem gewissen Hang immer doch schon so ein bisschen auch geskripteten Sachen im Hintergrund. So ein paar Story-Sachen und jetzt eben die Rollenspiele macht die ja schon länger. Ja, richtig, so richtig. Aber erst seit einem, ja, sagen wir mal, ein halbes Jahr habe ich dieses Roleplay für mich entdeckt, so in Minecraft. Und dass Minecraft schon immer auf meinem Kanal war und so ein bisschen Nintendo-Kram, so Pokémon oder sowas, das kann man ja relativ leicht verfolgen. Du hast nur die Zahlen besser im Kopf als ich selber. Das ist schon fast ein bisschen peinlich. Ich hab sie hier offen, und ich finde, es ist auch wichtig, dass ich mich ein bisschen auf den Gast vorbereite. Ich möchte noch ein paar sonstige Sätze zu dir sagen, nämlich, du bist ja eben nicht hauptberuflicher YouTuber, aber haust trotzdem jeden Tag ein Video raus, wenn nicht sogar mehrere. Aber ansonsten bist du Geschäftsführer mit deinem Bruder zusammen in einer Firma und ansonsten noch begnadeter Sänger, A Cappella-Sänger sogar. Also das muss man ja auch mal sagen, da gibt es einige auch Videos von dir, finde ich wirklich toll. Und natürlich eine wahnsinnig tolle Stimme und hat für uns auch schon Sachen eingesprochen, wirklich sehr, sehr cool. Hörst du mal auf, mich in den siebten Himmel zu loben? Das ist ja peinlich, ich werde schon fast rot hier. Hast du, außer dass wir mal zusammen ein League of Legends Spiel kommentiert haben, was vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, aber einen sehr schönen Outtake von dir produziert hat. Das war doch total Banane, was du da gemacht hast. Das war sowas von daneben, aber ich fand's super, es hat Spaß gemacht. Was hast du sonst noch Berührungspunkte mit dem Thema E-Sport, wenn wir ja hier schon sagen, wir sind auf dem Weg zum E-Sport? Also, zum E-Sport. Ich habe damit angefangen. Ich höre sehr genau zu, ne? Es gab ja die Zeit vor dem Internet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt und wie alt ihr schon seid. Dafür bin ich zu jung. Ja, also ich bin da noch voll drin. Nee, da ist man früher halt zu LAN-Partys gefahren, weil Internet gab es nicht. Ich hatte Internet erst bekommen, als es schon DSL 6000 gab. Das heißt, ich hatte auch meine erste. Du hast die Modemzeit verpasst. Ja, total. Das wollten meine Eltern nicht. War zu laut. Na, auf jeden Fall ist man früher halt immer zu LAN-Partys gefahren, und da gab es dann halt auch immer diese E-Sport-Events, ne? Counter-Strike, hauptsächlich Counter-Strike 1.6 zu der Zeit, und da hat man dann schon halt schon gesehen, ne, wo so die Creme de LAN-Partys dann war, da kamen dann halt auch die großen Clans hin und so, und da hat man immer schon gedacht, oh Alter, gegen die willst du auch nicht spielen, da macht auch keinen Spaß. Auf welchen großen LAN-Partien warst du denn? Also es gab natürlich die kleinen bitte, bei uns im Ort, sage ich jetzt das mal. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Fällt dir noch irgendeine ein? Warst du auf der NorthCon damals? Das war die größte deutsche, das ist die einzige, die mir gerade einfällt. So. Ich war nur hier im Umkreis. Das ist weiß nicht, ich glaube so in Wickede oder Dortmund oder so. Weißt du, so ein bisschen was im Ruhrpott war, aber nie zu weit weg, weil ohne Auto und mit nur Freunden mitgenommen werden oder so, ging halt nichts anderes. Ja, klar. Und damals waren ja auch das Schleppen von den Equipment noch was anderes, als ich packe mir meinen Laptop unter den Arm, sondern Röhrenmonitor. Die wiegen da mal so gut und gerne. Alter, mein 19 Zoll Röhrenmonitor ist auf einer LAN-Party fast durch so einen Biertisch durch. Dann haben wir im letzten Moment gesehen, dass wir den nicht in die Mitte stellen sollten. Ja, nee, also
Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist eigentlich relativ spannend, so diese Duelle zuzugucken. Und dann gab es die Anfänge von ESL-TV. Kennt ihr die noch? Ja. Und da habe ich mir dann damals, da musste man noch ein Abo für buchen. Ja, man musste ein Abo buchen, damit man ESL zuschauen konnte. Echt krass, das wusste ich gar nicht. Da musstest du dann, ich weiß nicht, was das kostete, 5 Euro im Monat, ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hast du da Geld für bezahlt und dann konntest du dabei zuschauen, wie die gespielt haben. Und die haben ja, zum Beispiel hat mich Warcraft 3 unglaublich interessiert damals. Warcraft 3 habe ich auch viel gespielt, war immer so der, wie hießen die denn nochmal, diese Nachtreiter-Noobs, die mit den Gläven immer rumwerfen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Und deswegen wollte ich das mal gucken und ich bin mir, das ist total spannend und deswegen habe ich mir dann das Abo geholt, hauptsächlich um Warcraft 3. Counter-Strike war nie so Shooter, sind auch immer noch nicht so ganz meins, aber das hat mich halt fasziniert. Und na gut, irgendwann war dann halt, musste man das halt immer verlängern, so ich meine, boah, das war immer so teuer und dann hat nicht mehr so Spaß gemacht. Und irgendwann hat man das dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber so waren so die ersten Anfänge, wo ich so ein bisschen mich mit der ESL beschäftigt habe. Und dann habe ich auch versucht, in Warcraft 3 damals so in den Ligen zu spielen. Reden wir nicht drüber. Ich war auch schon damals zu langsam. Und jetzt bin ich aus dem Alter raus. Vielleicht kriegen wir dich ja nochmal dazu, da doch noch die eine oder andere Anekdote zum Besten zu geben. Hast du damals Giga geguckt? Weil ich erinnere mich, dass ich immer Giga Games geguckt habe und danach dann noch spätabends halt Giga E-Sport, als es eine Zeit lang lief. Ich habe Giga geguckt, aber ich habe leider nie Giga E-Sport mitbekommen. Entweder habe ich das nicht regelmäßig genug geguckt oder ich war generell nie so der große Fernsehgucker. Ich habe auch immer noch kein Fernsehen hier, also ich bin nicht so, das interessiert mich einfach nicht so, was im Fernsehen läuft. Dafür habe ich YouTube. Ja, in bester Gesellschaft, weil wir ja auch ohne Fernseher aufgewachsen sind. Ich habe das dann Giga erst überhaupt dann auch mitgekriegt, als ich dann bei meiner Freundin das dann abends geguckt habe. Und da lief es ja auch noch ein paar Jahre dann übers Kabel und danach war es ja auf Satellit und dann war es ja tot. Fun also Fact, ich habe jetzt gehört, dass Fernsehen, also ich hab in meiner Wohnung in Berlin einen Fernseher und ich habe jetzt mitbekommen, dass der gar nicht mehr funktionstüchtig ist, weil es scheinbar ein neues DVB-T gibt. Richtig. Was so völlig an mir vorbeigelaufen ist, was, glaube ich, viel darüber sagt, wie viel Fernsehen ich gucke. Also, ich hab's. Das ist aber echt krass, wie wenig, also ich meine, sollen die hier von der GEZ kommen? Ich habe keinen Fernseher. Ja, zahlen musst du ja mittlerweile trotzdem, ne? Fernseher, ja, das ist ja mittlerweile eine Zwangsabgabe. Ja, das ist auch schade, sonst würde man da wahrscheinlich in unserer Position tatsächlich Geld sparen. Finde ich aber sehr, sehr interessant, weil diese Warcraft 3-Zeit war ja was bei mir quasi schon so ein bisschen runtergefallen ist. Also da habe ich es auch gar nicht verfolgt. Bei mir fing E-Sport halt ja wirklich quasi dann, zumindest das Verfolgen halt wirklich erst mit League of Legends so richtig an. Und irgendwie ist diese LAN-Party-Zeit, ich hatte halt in der Zeit, wo ich auf LAN-Partys gegangen bin, gab es halt nur die LAN-Partys unter Kumpels. Ich war in meinem Leben nie auf einer LAN-Party, die nicht von einem Kumpel organisiert war. Und ich war auch nie auf einer LAN-Party, wo mehr als 8 Leute waren. Okay. Ja, hast du was verpasst. Da hat man auch so die ersten Kontakte mit erotischer Kunst. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Aber die hat es aber auch mit den LAN-Partys mit nur 8 oder 2 Leuten. Ja, wobei bei den Großen war es dann halt mehr so. Ja, und dann gab es so Netzwerktools, um die PCs der Leute zu untersuchen, was die so haben und so. Und auch diese Netzwerkviren, die da durchgingen. Und oh, hey. Aber ich war auch großer Veranstalter von LANs hier bei uns im Ort. Also so, ich habe dann auch so angefangen mit einem Team, mit Freunden zusammen, unsere eigene Siedler-LAN zu machen. Nice. So haben wir das genannt, weil das Gebäude hieß, Siedlerheim hieß das. Und da haben wir auch in Spitzenzeiten, also ich glaube, die größten LANs waren so 50 Leute. Geil. Du bist ja ein Netzwerk beigetreten und monetarisierst auch deine Videos. Ja. Warum hast du das dann gemacht, wenn du sagst, du möchtest nicht Fulltime machen? Und wie stehst du generell halt zur Werbung oder halt Spenden durch die Community oder sonst was? Also man hat mir von Anfang an gesagt, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, haben die gesagt, okay, wenn du Videos machst, monetarisier die. Das hat Revi mir mal gesagt. Das ist egal, auch wenn du nur $5 im Monat machst oder so, monetarisier das. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich sage, warum? Lass die Leute doch meine Videos so gucken. Da habe ich doch keinen Nutzen von. Und es hat mir sogar am Anfang auch das Genick gebrochen. Ne? Mit meinem Kanal youtube.com/balui, den ich hatte, hat irgendein Idiot es lustig gefunden, 1000 Milliarden Mal auf meine Werbung zu klicken. Und dadurch hat mich YouTube rausgeschmissen. Haben mir halt gesagt, nö, da hat jemand Schindluder mit Werbung getrieben und so. Wir vermuten, dass du das selber warst, so ungefähr. Und wenn man auch ein kleiner YouTuber ist, interessiert das auch Google oder YouTube zu der Zeit null. Ja. Das heißt, der Kanal war einfach gesperrt und durfte auch nicht weiter vermarktet werden. Als ich dann ins Netzwerk gegangen bin durch Early, der halt gesagt hat, komm doch ins Netzwerk rein, da ist man sicherer, da ist man geschützt, da passiert einem so ein Kack nicht,
habe ich das natürlich dann auch gerne und dankend angenommen und musste dadurch aber auch einen neuen Kanal machen, weil der alte halt nicht mehr vermarktungsfähig war. Und dadurch kam es dann zu Balui LP. Ich sag mal, Balui an sich ist ja viel griffiger, viel schönerer Name, aber ist halt leider kaputt. Und dann habe ich halt, okay, dann im Netzwerk habe ich dann natürlich auch einen Vertrag gehabt, der sagt, okay, wenn du Werbung schaltest, dann kriegst du so und so viel Prozent und so viel Prozent kriegen wir. Und dann bist du so in einem, auch so eine Art Zuchtzwang, das zu machen. Und das habe ich auch durchgezogen. Und am Anfang oder sagen wir mal, die letzten Jahre ist da vielleicht im Monat 30, 40, 50 Euro mal übrig geblieben oder so. Das ist jetzt nicht viel Geld. Und deswegen war das auch nie ein Diskussionspunkt für mich, ob ich YouTube Vollzeit machen will oder nicht. Man sieht aber, je mehr Aufrufe man macht, desto mehr Geld man kriegt man, das ist wohl wahr. Und ich habe ja gerade gesagt, trotzdem, dass ich jetzt fast über 1,2 Millionen Views mache, lohnt es sich immer noch nicht, das Vollzeit zu machen. Vielleicht, weil ich noch keine Produktplatzierung mache oder sonst was, kann man ja noch ein bisschen Geld mit verdienen, wenn man möchte. Aber an sich ist es ein schöner Nebenverdienst, den ich jetzt habe dadurch. Ja, das will ich auch gar nicht sagen, das Geld tut ja nicht weh, wenn man es hat. Wir konnten dadurch zum Beispiel halt uns jetzt ein bisschen neues Equipment kaufen. Wir haben uns halt nicht nur eine Switch gekauft, sondern zwei Switches, damit wir eine zum Aufnehmen haben oder eine für mich und eine für meine Freundin. Dann haben wir uns halt eine Kamera gekauft. Also ich investiere das Geld auch eher, hat mir auch mein Steuerberater zugeraten. Weil das nämlich ein bisschen schwierig ist, da ich ja noch nebenbei mein Unternehmen habe. Und das wird das Ganze steuerlich halt sehr kompliziert machen. Aber es ist oft so, dass ich auch von YouTube-Kollegen gefragt werde, warum machst du das denn jetzt nicht Vollzeit? Ich habe halt einfach viel zu viel Arbeit und Zeit in meine eigene Firma investiert. Und die ist halt nun mal eine zukunftssichere Anlage, ja, sagen wir es mal so. Ja. Weil man weiß halt nie, von heute auf morgen kann YouTube komplett zusammenbrechen, können alle Werbepartner abspringen, es können, keine Ahnung, es kann alles passieren. Ich kann auf einmal total uninteressant werden für alle. Ja, keiner will mehr meine Videos sehen. Was dann? Wenn ich so ein großer YouTuber bin und dann auf einmal mein Leben darauf ausgelegt habe, YouTube-Videos zu machen und dann will die keiner mehr sehen, was dann? Dann habe ich womöglich vielleicht nichts gelernt oder stehe auf der Straße. Und genau das ist der Grund, warum ich gesagt habe, nein, da könnt ihr mir anbieten, was ihr wollt, selbst wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene dadurch. Ich mache so viel, wie ich kann nebenbei und dabei bleibt es und mehr geht halt nicht. Und was nicht mehr geht, geht dann halt. Ist so, wie es ist. Und vielleicht entgeht mir da jetzt auch eine große Chance, aber ich bin lieber ein bisschen auf der sicheren Seite, vor allen Dingen, weil ich weiß, was für ein Potenzial dann halt noch in meiner eigenen Firma steckt. Aber ich glaube, das ist auch so das Ding. Viele, die YouTube hauptberuflich machen, also wie ich drauf kam, war quasi, weil du ja meintest, dass es eine Phase war, wo es dann quasi unangenehm war und wo man ja dann anfangen musste priorisieren. Ach, okay, was ist wichtiger? Und da kann man ja in so einen Gedankenprozess reinkommen. Aber ich glaube, ganz viele, die YouTube quasi hauptberuflich auf einmal anfangen, gerade wenn sie noch nicht durch die Werbeeinnahmen auf einem Bein stehen, und sind wir mal ehrlich, also da stehe ich ja auch nicht so, also das ist, da muss man wirklich Klicks fahren, das ist schon brutal, und ich glaube, dass es viele quasi eher machen, weil sie nicht die Alternative haben, die du hast, und diese Alternative ist schön, und ich glaube, dieses Spektrum an Dinge, die du gleichzeitig machst, dadurch, dass du YouTube machst, dadurch, dass du deinen Gesang hast, dadurch, dass du eben diese Firmenerfahrung hast, das sind alles Dinge, die dich auch auszeichnen und die dich natürlich dann auch, sag ich mal, als Charakter so ein bisschen bilden. Und ich glaube deswegen, dass wir hier einen sehr, sehr schönen ersten Eindruck bekommen haben für alle, die dich überhaupt nicht kannten und hoffentlich auch einen guten Einblick gegeben haben in dem, was euch jetzt erwartet von dieser Dreierkonstellation. Und das ist quasi das Ende unserer ersten Folge mit Balui. Allerdings kommen noch fröhlich weitere, also freu dich auf die nächsten Wochen, weil da gehen wir ran an eins unserer größten Projekte, die wir wahrscheinlich so jeweils vielleicht mal hatten oder zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, nämlich Craftforge oder Craftforge Media, um das komplett zu nennen. An dieser Stelle schon mal danke, Balui, dass du dir für diese erste Etappe Zeit genommen hast. Danke natürlich auch an meinen Bruder Tobit. Und ihr seid natürlich angehalten, Feedback weiterhin möglichst viel zu geben. Und danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Und bleibt schön feurig.